Willkommen zurück. Jetzt habe ich fast schon weitergezockt. War so schön am Rumdödeln und Kraucheln. Ja, wir haben August. Spätsommer. Hier noch mal was rein. Genau, Hühnchen, ich rufe. Ach genau, deswegen bin ich überhaupt raus. Nur da waren Hühnchen vor der Tür. Und dann bin ich dem lieben Tierchen hinterhergeflitzt. Das können wir noch wegpacken. Fresserei nach unten. Noch ein bisschen Zeug angesetzt habe ich wieder. Und auch für das Dach hier, dass wir das voll kriegen. Da ist wieder Wolf, Wolf oder sowas. Ist das euer Ernst? Das ist ja geil. Lieferung frei Haus, klasse. Ja, genau, geschifft hat's. Ah, jetzt ist voll. Und genau, da hat's aber hier am Wasser nicht nichts bewegt, da habe ich meine Flaschen reingeknallt. Jeweils eine, da war bei nicht ganz 100%. Dann am Ende der Nacht war es bei 100%. Also entweder dauert es nur ein bisschen oder ich habe mich verguckt. Doch, was gesehen hier draußen. Frühstück fange. So. Sah aus, wenn die flitzt. Wollen wir die Star mal probieren? Müssten ja 4 Schuss sein. Wenn dazu funktioniert, wie mit dem Wolf. Ah, okay, die rennt weg. Gut. So viel dazu. Stein kann es ja nicht gelegen haben. Von der anderen Seite nähern, dass er wieder zurückrennt. Dolle Sau. Hast du 35 Damage mit so einem Ding hier drin sein? Das sieht mir aus wie ein Bär. Oh, überall Taschen, Leute, ich will das Schwein jagen. Sonst, wenn die Dinger suchst, ne? Kilometer weit nicht, nein, das wieder. Nicht Wurstfingern.
nach Hause, haben es nicht weit. Das ist schön. Jawohl. Flup. Was bringt? Oh, viel Fett. Schweinekotelett. Ofen haben wir noch nicht. Erstmal hier, Fettschmelze den Chroms da rein. Das wieder mit dazu. Seile noch. Hühnchen ist mittlerweile tot. Haben wir noch Hasen. Erstmal dir. Gut. Tausend und einhundert. So, nehmen wir das gleich wieder mal zur Verwerter. Sie erst mal rausholen. Das. Was hat das überhaupt hier? Massefabrikator. Aha. Machen das mal den. Weil hier kannst du hier so kaputte Werkzeuge oder vergammeltes Obst oder irgendwas kannst du da reinschmeißen. Also alles mögliche, auch Holz und so. Und der macht da draus Strom. Der produziert wahrscheinlich Strom einfach nur aus Strommasse. Das war die Erweiterung, genau. Warum ist denn oben oder von unten? Was ist das? 7, gell? So, genau. Genau. Dann ist das die 6. Nochmal die 6. Müssen wir rumdrehen. Nochmal. So. Wir haben ein Dach. Jawohl. Sehr gut, sehr, sehr gut. Na, ich so gedacht, dass man dann hier den Bereich nochmal abgrenzt. Also das hier vorne Terrasse. Und das hier nochmal Wohnraum oder Sky, was wir denn machen. Und hier unten vielleicht auch zwei geteilt. Dass man hier vielleicht Werkstatt und hier drüben Küche oder irgendwie so. Küche, Lager. So ein bisschen abtrennt. Ich erstmal reparieren bitte. Ja. Okay. Können wir das wieder zurückpacken hier? Dann
Die Werkbank würde mich ja reizen. Auf lange Sicht nochmal den hier, wenn man ordentlich Strom hat und so. Aber erstmal die Werkbank. Und für den brauchen wir noch einen Stromspeicher. Ja. Und mit der Werkbank hoffe ich, dass man da die Fenster bauen kann. Haben wir jetzt noch irgendwas? Lass mal das Ding hier wegbrutzeln. Ist uns vergammelt. Machen wir so. Gestern aber wieder der Typ hier gewesen. Auch hier. Ist der jetzt, kannst du dich kaum mehr retten vor dem Grünzeug. Im Winter wird es uns wieder so gehen. Das war zuerst gestochen, das soll zuerst schlachten. Grill. Machen wir Holzlachen legen. Pfeile bauen, ne? Was dann unten angezeigt wird, ob das roh angezeigt wird oder ob das so angezeigt wird. So. E? Ne, wird roh angezeigt. Also okay, passt alles. Ist schon ordentlich. Das dauert noch. Elch. Rennt er noch weg, gell? Ja. Irgendwann im Herbst, dann wird er, glaube ich, aggro. Brunftzeit, pipapo. Gehen wir noch mal ein bisschen streuen an. Das Material brauchen wir immer. Na, gehen wir zum Bäumchenbaum. Wurmlarve, was auch immer. Da hinten rum. Da, guckt euch an. Ja, Foto von oben machen. Noch eine Kiste, geilo. Durch 35. Das ist eine ganze Menge. 70, 140, 210, macht schon 6 Pfeile, 7 Pfeile. Da ist noch ein Wolf, das ist natürlich uncool. Vor allem, weil da noch eine Tasche ist. Nach dem Schwein und den zwei Häschen, was wir da haben, braucht man eigentlich kein Fleisch mehr.
Kannst du hochklettern. Wäre doch auch noch so ein Gimmick, dass du dich vor irgendwelchen Viechern auf den Baum flüchten kannst. Ach, da oben bei der Base war ich letztens auch mal gewesen, also bei dem Lagerfeuer. Das ist tatsächlich auch eine Base. Die ist relativ nah, also weit laufen kannst du hier nicht, bevor du dort bist. Na, hier hinten bei diesem Würmchen Baum kannst du schon wirklich nicht mehr hin, weil da die Base ist. Ich habe zwar keine Sau gesehen. Vielleicht werden die andauernd von den Pumas und Löwen so gefressen hier oben. Ach, Löwen, Bären. Aber ich wollte es nicht riskieren. Knieps. Das wird. Holen wir uns noch die Larve. So, Huhn. Das ist ein Mörderhuhn. Nein, ein leuchtetes Feuer. Da war irgendwo eine Foundation letztens. Noch ein Bär. Sieht ja doch echt niemanden rumhatschen, ne? Da hier bei dem Baum ist noch ein Puma. Und die Foundation, es kann natürlich sein, dass die wirklich andauernd gefressen werden. Und dann die Base zerfällt oder so. Uns mal Stück für Stück noch die anderen Waffen dann bauen. Erste Stufe vom Haus ist soweit durch erstmal. Die ganzen Gerätschaften jetzt noch. Und unten läuft einer. Da läuft einer. Das kann der von dem anderen Camp da hinten sein. Na, was hast du vor? Ernsthaft? Wäre lustig, wenn der jetzt verreckt wäre. Wenn nicht, auch ein Problem. Ah, ich traue mich nicht zu springen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Rennen, Hühnchen, rennen. Das ist lieber das Vieh mal schlachten, der ist vergammelt. Den dann als nächstes hier.
bisschen die Zeit strecken. Denken dort nur der Wolf irgendwo. Nicht, dass wir das Frühstück werden. Habe ich nicht gerade noch gesagt? Typ muss ich doch mindestens die Beine gebrochen haben. Also Bambi. Dann noch eine Kiste. Sehr gut. Vollgeladen, ja. Oh, guck mal hier. Was ist so ein Angebot? Auch eine Kiste da oben drauf. Das hier müssen uns mal den Dietrich bauen, mal wieder. Falls wir mal wieder so eine Kiste finden. Ah, da gibt es ja auch mal schönes Zeug drin. Der Elch rennt. Ist doch hier runtergehüpft, oder? Und warten nie wieder gesehen. Ja, Tatsache. Trottel. Oh, cool. Das kann der Junge öfter machen. Aber wenn der rennt, ist da drüben einer am Rumlaufen, befürchte ich. Hühnchen. Kack, kack, kack.
Hier ist unser Häschen, noch gut. Hier muss was Saubeuteln. Da gibt es mal wieder Erze. Ist das auch hier? Oh, alles voll. Schon wieder dunkel, das ist noch eine Kiste. Erstmal schnell die Erze holen. Und auf dem Heimweg die Kiste. Ist es. Jupp. Schön in der Abendsonne. Ja, zu klopfen. Noch ein Hühnchen. Gönnen wir uns den Würmchenbaum noch. Dass mit denen er weg ist. Wird's aber schnell dunkel. Die schaffen wir noch, die schaffen wir noch, die schaffen wir noch. Tatsächlich 6 hier irgendwie mal dabei, das ist 15. Aber jetzt habe ich mitgezählt. Ja, überall einsammelbar aus. Du da. Du da. Da oben war immer noch irgendwas. Och, Gottes Willen. Hunderttausend Hühnchen, ja, lieber Hühnchen wie Löwe, wollte ich schon sagen, Wolf. Aber auf Dauer auch. Wegen dem Fett und den ganzen Krams. So, das ist wieder über 100, das ist doch gut. Das raus, das rein. Können wir jetzt weiter ein bisschen sortieren. Zuck, zuck. Okay. Samen, genau. Fresserwal, den wir hier runterpacken. Fett haben wir leider nicht. Er ist noch nicht fertig. Die Erze packen wir noch weg. So wird man die fertig hier. Ah. Leute, Leute. Ach, die Würmchen noch. Alles ruhig. Sieht's hier aus. Da haben wir schon Wasser reinkippen. Wa? Die Heilkräuter sind fast fertig. Toll.
Ist das eigentlich, wenn man das aberntet? Muss man die dann neu sehen oder weiß ich jetzt gar nicht. Schlaub. Schlaub. Oh, sogar komplett voll. Sehr schön. Au. Gut. Hat's ja doch gepasst mit den 30 Minuten. Das hatte ich repariert, gell? Ja. Okay. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.